Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Black Ops 2 mit mir, Alawach 1993, hier auf der Map Slums, Panama City, in Panama, wo auch sonst, auf, ja, im Spielmodus Team Deathmatch, im Team Deathmatch und ich habe gerade eine Mail bekommen. Woo! Früh morgens um knapp um 10. Ja, Ämter. Genau, wir spielen heute die Ämter, vor allem Mittelgeschoss, Justierer schafft, mal sehen, weil Ungleichgewicht, Blinder, Totenstelle, Gewandtheit, Primärwerfer extra 3 hier. Mit der Ghost-Tarnung, wie immer, natürlich. Ja, und die Klasse seht ihr halt nochmal drumherum. So ein bisschen Gedönseldöns. Wie es sich nachher in Black Ops 3 beispielsweise macht mit dem Overlay, schaue ich mal. Da kann ich ja halt noch nichts zu sagen. Das kann ich erst sagen, wenn... Ja, wenn's... Lol, das ist ja meine. Wenn's Game draußen ist, weil die Namen werden ja leider nicht angezeigt. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen, naja, finde. Aber hey. Ich werde da trotzdem schon irgendwie schaffen. Man sieht ja trotzdem die Waffe an sich und denkt, wenn man die Waffen nachher kennt, dann kann man ja nachher erahnen, was ich spiele. Ey, du Arschgeige. Wo sind denn die Gegner schon hier? Kann das sein, dass der immer zu den Gegnern, immer perfekt zu den Gegnern läuft? Tot. Nee, ich lebe noch. Wuhu, geil. Drohne nähert sich. Sehr gut. Den haben wir. Komm, 13 Schuss. Jawohl! Schön mit 13 Schuss ausgeschaltet. Ja, da muss ich dann halt sehen, wie man das macht. Am besten und ja. Aber ich denke mal, mache ich dann auch wieder so wie hier. Einmal drumrum. Ja, positionieren und das war's. Meine Frage. Soll ich mal. Ist jetzt zwar vier Black. Fick dich, das ist meine. Ich mache ja nur Black Ops 2, weil es super ankommt. Habt ihr mal Bock, mal wieder eine Runde MW3 zu sehen? Oder MW2? Ich hätte da nämlich schon mal wieder Bock drauf. Mal wenigstens mal so eine 1 oder 2 Runde mal zu zeigen. Und da... Na, fick dich, scheiß Eskortone, Mann. Wieso machst du denn den Job nicht, Mann? Oh mein Gott, Mann, das wären 6-0 gewesen. 7-0 gewesen. Ja. Dass ich da mal wieder ein bisschen spielen, Overlay, müsste ich denn halt sehen, ob ich das denn mache. Für einmal müsste ich den halt sehen. Ich weiß nicht, ob sich der Aufwand denn wirklich lohnt. Für das eine Mal, was ich denn MW3 spiele. Außer ihr sagt, hey, pass auf, wir wollen mehr sehen. Dann könnt ihr natürlich auch mehr sehen. Und dann bekommt ihr auch ein Overlay rein. Also halt dieses Klassen-Overlay wie in Black Ops. Aber da bräuchte ich halt mal so eure Meinung. Wenn dann nichts kommt, werde ich natürlich wieder nach meinem Gunsten entscheiden, ob ich halt wirklich weiterhin noch Bock drauf habe oder nicht. Und das heißt, ich werde es dann zeigen oder nicht. Klar, logisch. Ja. Und ja, aber trotzdem würde ich da mal ganz gerne eure Meinung schon mal zuhören. Weil so ein, zwei Runden MW3 mal wieder... Wow, hätte natürlich mal wieder was. Oder, ja, so ein... Ja, eine Runde MW3 und eine Runde MW2 mal wieder. Wäre auf jeden Fall mal feine, schön mal ACR oder sowas mal wieder zocken. Warum rennt der mit so einem pinken... Warum rennt der mit der pinken RPG umher? So, der ist tot. Lebt er noch? Nee. Ey, ich bin ja auch den ganzen Zeit am Hin und Her rennen, ne? Ohne Scheiß. Ich krieg ja alle... Ohne Scheiß. Wenn ich pro gelaufenen Kilometer hier ein Geld... Geld sag ich schon. Kill kriegen würde. Alter, ich wäre ja... Ich wäre ja reich an Kills. Scheiße, nur ein Drohnenassist. Was spiele ich denn? 13-1. Ja, ich bin die ganze Zeit nur am Hin und Her rennen. Na komm. So, Nummer 1. Okay, Nummer 2 ist nicht da. Der kann sterben. Ich bin halt bloß am überlegen, wo ich jetzt das Geschütz hinstelle. Wo lohnt sich's? Ich glaube, ich weiß schon ungefähr, wo ich es hinstelle. Ich glaube, ich werde es hier hinstellen. Mal mit der Richtung. Dass es mir ein bisschen den Rücken frei hält.
Ah, Mann, ey. Ey, du Arsch. Wie bist du denn an mein Geschütz vorbeigekommen? Wie geht denn sowas? Hey, wie ist denn der durchgekommen? Oder hat er es ausgenutzt, dass das Geschütz kurzzeitig mal mehr oder weniger abgelenkt war? Zack. Ja, lol. 18-1. Ich bin nur die ganze Zeit umhergelaufen. Ey, so wenig Gegner habe ich in Team Deathmatch noch nie gesehen. Ohne Scheiß. Vor allem, ich habe auch mehr oder weniger alle gekillt, die ich gesehen habe. Ohne Scheiß. Ich habe noch nie so wenig Gegner gesehen. Ich habe 19 Gegner gesehen. 19. 18 davon habe ich gekillt. What the fuck. Ohne Scheiß. Aber trotzdem, geiles Game. Reicht erstmal für einen Montag. Und ja, ihr könnt ja ganz gerne eure Meinung mal schreiben wegen MW3 bezüglich und MW2, ob ihr da ein, zwei Folgen sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe, ihr hattet einen guten Start in die Woche. Ich bin raus. Ich bin Adelwar1993. Sagt bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.